Hallo und herzlich willkommen zu diesem Schiebicast und heute habe ich direkt vier Themen anzusprechen und ich will sagen, verlieren wir keine Zeit, hier kommt das Intro und dann geht es direkt los. So, das erste, was ich ansprechen möchte, sind die Technik-Reviews, beziehungsweise die eine Technik-Review. Die ist nämlich tatsächlich ziemlich gut angekommen, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also nicht, dass sie totgedisliked wird oder sowas, aber dass die Kommentare tatsächlich darunter auch vorhanden sind, hätte ich nicht erwartet bei Themen, bei Videos, wo ich ein Thema habe. Ist klar, kann man eine Meinung zu haben, aber tatsächlich auch Kommentare zum Kanal unter einem Technik-Video. Echt cool. Feedback war positiv. Ich habe auch schon in den Kommentaren geantwortet. Es soll mehr geben. Ich muss nur gucken, wie das mit dem Geld funktioniert, weil ich meine, klar, es sind nur kleine Gadgets, aber die Kamera, die 13 Euro kostet, habe ich natürlich auch für mich gekauft, nicht nur für YouTube jetzt. Aber ja, 13 Euro ist auch Geld und ja, alles kostet irgendwas und deswegen muss ich gucken, wie ich das mit dem Geld mache, aber dazu sage ich später noch mehr in diesem Schiebicast. Das zweite, was ich noch sagen wollte, dass ich noch ein paar Themen habe, die ich noch in der Zukunft ansprechen möchte, die mir vor allen Dingen in den Ferien und im Urlaub aufgefallen sind. Genau, und darüber werde ich noch ein paar Schiebicasts machen. Und jetzt fragt ihr euch, okay, jetzt macht er einen Schiebicast, wo er sagt, dass er Schiebicasts machen will. Warum? Und die Antwort auf die Frage ist relativ simpel, denn ich sitze hier gerade und habe meiner Meinung nach, ich teste gerade mal mit der Hand, eine Körpertemperatur, die nicht unbedingt normal ist, denn ich bin krank, schon seit ein paar Tagen. Prinzipiell, seit ich das letzte Video hochgeladen habe, danach noch zwei Tage und dann wurde ich krank und liege jetzt seit drei Tagen im Bett die meiste Zeit und mache mir ein bisschen Gedanken über YouTube, was da so geht und dachte mir, ja, du musst mal wieder ein Video machen, hatte aber keine richtige Idee und deswegen mache ich einfach dieses Talk-Video, dieses Feedback-Video, einfach mal eine Bestandsaufnahme, wie es gerade läuft und genau, ich hoffe, ihr feiert das Video, wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch, wow, das klingt irgendwie nach, keine Ahnung, nach gebettelt, das habe ich noch nie so gemacht, das ist in die Video eingebaut, aber egal, gebt einen Daumen hoch und ja, ich mache dann mal weiter. Wie gesagt, ich bin jetzt krank und ja, das Video sollte eine Bestandsaufnahme von dem Kanal sein. Ich hatte noch eine Idee, die mir eingefallen ist, nämlich Origin Access in diesen Kanal mit einzubauen. Was ist Origin Access? Das seht ihr jetzt vielleicht gleich eingeblendet, wenn ich das noch aufnehme. Origin Access ist im Prinzip ein Abo-Service von EA. Ich weiß, EA, wir hassen es. Zumindest die PC-Spieler unter euch dürften wissen, dass EA irgendwie einen ganz schlechten Ruf hat. Keine Ahnung, ob das unter Konsolen auch so ist, aber irgendwie mag niemand EA. Ist auch verständlich, haben in der Vergangenheit irgendwie nicht so coole Aktionen gemacht, aber Origin Access bzw. EA Access auf Xbox One könnte ganz cool sein. Da habt ihr auf PC, heißt es Origin Access, da habt ihr 25 Spiele für 3,99 € im Monat. Könnt ihr spielen, solange ihr wollt, sind Vollversionen. Solange ihr halt diese 3,99 € bezahlt, das heißt, ihr habt dann einen Monat, 30 Tage, wie ihr das dann spielen könnt. Und das hatte ich mal überlegt, mir zuzulegen, denn ich brauche immer für meine Schiebicasts irgendwelche Hintergründe. Momentan ist es gerade Need for Speed Most Wanted von 2012. Und ja, da bin ich immer verzweifelt auf der Suche, weil ich will nicht irgendwie immer nicht die gleichen Spiele nehmen und aber auch Spiele, die irgendwie cool aussehen. Und ja, da dachte ich mir, Origin Access, ja, könnte vielleicht was sein. Kostet auch nur 3,99 € im Monat, also ist relativ moderat. Ich habe es schon einmal abonniert, ist aber schon ein bisschen länger her, deswegen müsste man nochmal rüber gucken, bevor ich dazu irgendwas sage. In dem Zuge würde ich dann auch ein Review zu dem neuen Need for Speed machen, denn das hat mir den Anlass überhaupt gegeben, Origin Access nochmal anzugucken. Denn das neue Need for Speed, da war ich gespannt drauf, weil ich wieder Bock hatte, ja, Need for Speed, gute Erinnerung. Das ist jetzt auch in Origin Access enthalten. Und da habe ich mir überlegt, ja, das könntest du mal machen. Wollte ich in den Ferien eigentlich kaufen, mal testen, weil da hätte ich die Zeit gehabt. Aber so können wir ja jetzt mal Origin Access unter Real-Life-Bedingungen irgendwie testen, wie das dann so läuft. Wenn man Schule hat und ob man überhaupt zum Spielen kommt und ob sich das irgendwie lohnt. Genau, so viel dazu. Was wollte ich noch sagen? Genau, mit dem Geld. Ich habe mir überlegt, ich muss irgendwie natürlich die Gadgets bezahlen, das ist klar. Und ich werde natürlich jetzt nicht hier sagen, hier, gebt mir euer Geld, bitte helft mir. Dafür bin ich einfach nicht der Typ und ich weiß, 190 Abonnenten, da kann man nicht allzu viel erwarten. Aber was ich mir überlegt habe bei meinem Schiebicast, ich habe jetzt schon 4-5 Spiele im Hintergrund gehabt und euch mehr oder weniger gezeigt. Und ich werde mal wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich mal auf g2play.com oder g2a.com, beides Keystores, in denen ich eingekauft habe, auf g2play sehr viel, kann ich nur empfehlen eigentlich. Okay, es gab einmal einen Fehler, einen ziemlich großen Fehler, da hat das irgendwie wochenlang nicht funktioniert, aber am Ende war der Key doch irgendwie da, aber es war ziemlich nervig. Naja, auf jeden Fall kann ich es, abgesehen von diesem einmal, eigentlich wirklich empfehlen. Ich habe jetzt 10 Spiele gekauft oder 15, das letzte gestern, Planetary Annihilation, ein Strategiespiel.
Annihilation, ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid. Ein Strategiespiel, kann den Shop nur empfehlen. Und wo ist jetzt die Verbindung? Ihr seht im Hintergrund immer wieder Spiele und ich habe mir überlegt, vielleicht schnappe ich mir einfach mal G2Play, mache da ein Konto und blende euch dann Affiliate-Links ein zu den Spielen, sodass, wenn ihr die haben wollt, ihr die einfach kaufen könnt und ich davon ein bisschen was abbekomme. Kostet für euch nicht mehr, bringt mir nur ein wenig Geldzuschuss, prinzipiell. Ich glaube, ab 70 Euro wird das ausgezahlt. Bis ich das erreicht habe, sollte das irgendwie dauern. Das wird auch lange dauern. Ja, bis ich diese 70 Euro irgendwie erreicht habe, bis sie ausgezahlt werden, das kann wahrscheinlich länger dauern. Aber ich hoffe, dass dieser Kanal noch ein bisschen lebt. Also werde ich dieses Feature, denke ich mal, in den Kanal integrieren, wenn euch das Spiel im Hintergrund gefällt. Genau, dann würde ich sagen, war es das prinzipiell mit diesem Shippycast. Ich neige immer dazu, am Ende nochmal alles zusammenzufassen. Aber ihr habt das Video ja hoffentlich irgendwie gesehen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, irgendwie wieder gesund zu werden, weil das nimmt mich jetzt die letzten paar Tage schon echt mit. Und dann könnt ihr euch freuen auf ein paar Technik-Reviews, ein Shippycast, mehrere Shippycast und ja, jetzt fasse ich doch zusammen. Und Origin Access Test. Bis dahin, macht's gut, abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, teilt den Kanal. Bald haben wir 200 Abonnenten, freut mich echt. Ich hoffe, dass wir bald 200 Abonnenten haben. Es kann natürlich auch sein, dass alles irgendwie dann weg ist und mich alle deabonnieren. Aber ich denke mal, wir haben bald 200 Abonnenten. Aber man soll den Tag nicht vorm Abend loben. Und ja, macht es gut, abonniert den Kanal, teilt den Kanal, schreibt mir Kommentare, schreibt mir Feedback, wäre mir echt wichtig. Und bis dahin, habt einen schönen Tag und macht es gut. Ciao.